Wir fangen jetzt an mit unserem Vortrag über das Ende der Exklusivität, Überschrift Eigentum, Sex und die Cloud. Und der Michi setzt sich erstmal hin, das finde ich ganz hervorragend. Ja, das ist so ein bisschen. Ja, setz dich einfach neben mich. So, da kommen noch Leute rein. Auf. Hallo. Mein Name ist Julian. Das hier ist der MS Pro und wir erzählen euch heute ein bisschen über das Ende der Exklusivität mit der Oberüberschrift, mit der wahnsinnig reißerischen Oberüberschrift Eigentum, Sex und die Cloud, was im Prinzip auf ein paar Beobachtungen von uns basiert und eigenen Erlebnissen und darüber hinausgehenden Nachdenken. Also wir haben danach ein bisschen nachgedacht und das eben so ein bisschen zusammengefasst und uns überlegt, wie das alles mit dem Eigentum und unserem persönlichen Verhalten in Zukunft weitergehen wird. Als kleine Einstiegsmotivation fangen wir an mit einem Ausschnitt aus Fight Club. What? Things you own end up owning you. But do what you like. Genau. Die Dinge, die du besitzt, besitzen irgendwann dich. Es geht also letzten Endes erstmal um Dinge. Und um die Frage, wer von euch hat sich schon mal gedacht, oh, ich habe so viele Sachen, ich könnte mal endlich mal wieder was wegschmeißen? Vermutlich ziemlich viele, ja. Mir ging es auch so und ich habe mich eine Zeit lang damit beschäftigt, mit so, ne, so, man liest so in Blogs von Leuten, die plötzlich so The 100 Things Challenge, ja, so man möchte nur noch 100 Sachen besitzen und überlegt sich, was genau das sein könnte und andere Sachen. Und das fand ich alles sehr sympathisch und habe mir selber noch gedacht, so ja, aber ach ich und ich weiß ja nicht. Und plötzlich brach die Decke zwischen meinem Badezimmer und dem Stockwerk drunter fast durch. Und dann musste ich aus meiner Wohnung raus und zwar ziemlich schnell und plötzlich hatte ich eben keine Dinge mehr, so gar keine. Ein paar Klamotten, die musste ich nochmal waschen, weil dank Bauschutt, der plötzlich entstand auch, weil man ganz schnell Sachen raustragen musste, war alles dreckig und naja, ich habe dann halt so in so einem Zwischenmietezimmer gewohnt mit einer Matratze drin und einem Schreibtisch und hatte so meinen Laptop und mein Smartphone und meinen E-Book-Reader, aber das war es dann irgendwie auch prinzipiell. Und dann habe ich gedacht, wow, das fühlt sich ja ganz schön gut an. Ich fühle mich plötzlich frei, ich fühle mich plötzlich so unbelastet und ich musste mir gleichzeitig ziemlich viel Gedanken darüber machen, wie ich an welche Sachen komme, die ich so täglich brauche, aber das hat sich irgendwie alles relativ schnell egalisiert und dann habe ich einfach ein gutes Gefühl dabei gehabt und ich hatte einfach irgendwann, ja, da war in dieser Situation keine Dinge mehr zu haben. Und dann bin ich umgezogen von Karlsruhe nach Hamburg und da hat sich es erstmal genauso weiterentwickelt. Ich bin dann so zur Zwischenmiete in ein Zimmer gezogen, da hatte ich halt ein Bett und ein Sofa und einen Schreibtisch und meine Klamotten, so einen Koffer voll und noch so ein, zwei Kleinigkeiten, die ich aber eigentlich auch nicht brauche und mein Rucksack mit meinen alltäglichen Gegenständen wie meinem Laptop drin. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber eigentlich habe ich ja meine Bibliothek dabei und meinen Globus und meine Musiksammlung, mein Grammophon, meinen Aktenschrank, meine Videothek, alles irgendwie in so einem Gerät hier drin oder in anderen Geräten. Eigentlich brauche ich das, was ich früher so an alltäglichen Dingen gebraucht habe, zum großen Teil gar nicht mehr mit mir rumschleppen. Im Gegenteil, ich bin sehr, sehr mobil dadurch geworden und kann jetzt heute einfach oder konnte gestern entscheiden, so ich fahre, also ich hatte vorher schon entschieden, aber ich habe mich gestern innerhalb von 10 Minuten habe ich eben ein paar Klamotten in den Rucksack gepackt, bin jetzt nach Berlin gefahren und hierher dann heute und bin jetzt gerade unterwegs, habe gerade auch nicht viel zu tun und im Prinzip kann ich halt auf unterwegs so leben, wie ich möchte, weil ich eben mein Leben auch so organisiert habe, dass ich ist auch nicht, dass ich auch gar nicht großorts gebunden bin. Ob ich jetzt hier meine Sachen erledige oder woanders, ist mir relativ wurscht. Ich bin also sehr mobil
Unter anderem, weil ich weiß, wo ich welche Dinge bekomme und weil für mich der Zugang zu Dingen viel wichtiger geworden ist als der Eigentum. Also das ist ein Symbolfoto von meinem Fahrrad. Das ist klappbar und lässt sich einfach so schnell mal in ICE mit reinnehmen. Das heißt, ich bin auch so auf der kleinen Ebene, so wenn ich aus dem großen Zug aussteige, auch eben relativ mobil. Und dadurch hat sich für mich eine ganz andere Art von Lebensstil entwickelt, den ich so pflege und mit dem ich mich auch sehr, sehr wohl fühle. Und dann habe ich mich gefragt, woher kommt denn das alles, was ich vorher anders gelebt habe? Und dann kam ich auf verschiedene Dinge, die ich wieder mit Fight Club einleiten möchte. Clever, like a little coffee table in the shape of a yin-yang. I had to have it. The Klipsk personal office unit. The Hovertrack home exerbike. Or the Johannishov sofa with the string green stripe pattern. Even the ring set defines me as a person. I had it all, even the glass dishes with tiny bubbles and imperfections, proof that they were crafted by the honest, simple, hard-working indigenous peoples of wherever. I was holding. Ja, was dieser gute Mann da beschreibt, nennt sich in der Konsumforschung der Diderot-Effekt. Diderot war ein französischer Mensch im 19. Jahrhundert, der sich eigentlich relativ glücklich gefühlt hat so mit seinen Dingen, und dann hat er sich einen neuen Hausrock gekauft, damals trug man Hausröcke, und dann hat er gemerkt, eigentlich war er mit dem alten zufrieden, jetzt hat er einen neuen und jetzt passt er aber gar nicht mehr zur Chaiselongue, und dann hat er sich eine neue Chaiselongue gekauft und gemerkt, die passt jetzt nicht mehr zum Bett, und dann hat er sich ein neues Bett gekauft, und dieses permanente Gefühl, upgraden zu müssen, das ist eben dieser Diderot-Effekt, der relativ gut beschrieben ist. Wir brauchen immer mehr neue Dinge, die wir uns kaufen wollen, weil wir mit dem, was wir haben, nicht mehr zufrieden sind. Das führt eben zu so einem allgemeinen Konsumismus, zu so einer Spirale, wo wir uns immer weiter reinbewegen, weil wir eben als Konsumenten immer das Nächste besitzen wollen. Zum Teil macht es Sinn, zum Teil ist es einfach nur so dieses Gefühl, das, was ich gerade habe, mit dem ich bisher zufrieden war, bin ich plötzlich nicht mehr zufrieden. Wie Robert Lane sagt, der Appetit oder die Anregung für unseren modernen Materialismus hängt eben davon ab, dass wir Bedürfnisse generieren, sie aber niemals wirklich vollständig erfüllen. Wir kaufen uns Dinge, mit denen wir kurzfristig glücklich sind und mittelfristig eben nicht, und dann wollen wir uns neue Dinge kaufen. Gleichzeitig bereiten wir uns auf Dinge vor, die irgendwann passieren könnten. Im Prinzip kaufen wir alle möglichen Sachen ein, als ob demnächst die Zombie-Apokalypse vor der Haustür steht, ohne sie dann jemals einzusetzen. Es gibt so eine schöne Statistik aus Australien, dass pro Haushalt und Jahr $1,250 für Sachen ausgegeben werden, die nie wieder verwendet werden. Ihr kennt sicher zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel sind diese Olivenschiffchen, die ihr sicher alle kennt, die man sich so kauft, für wenn man mal Gäste hat. Und wenn man dann mal Gäste hat, vergisst man, dass man sie eigentlich besitzt und stellt sie dann doch nicht raus und tut da Oliven rein, sondern man lässt sie dann doch im Schrank stehen. Oder mir ist das oft so passiert mit Briefumschlägen, wo ich dann dachte, oh, ich brauche neue Briefumschläge, ich habe ja keine zu Hause, ich muss morgen einen Brief verschicken. Ich habe so einen 50er Stapel Briefumschläge gekauft, zu Hause gemerkt, oh, ich habe ja noch 2 Stapel davon. Sachen, die man sich kauft, die man auch möglicherweise darauf kauft, dass man sich eben darauf vorbereitet, verschwinden irgendwann so in den Kisten und in den Lagern, und man gewöhnt sich dran, dass man das irgendwo besitzt, aber nicht mehr so richtig dran denkt, und irgendwann ist es dann auch weg aus dem Bewusstsein und dann kauft man sich eben neue Sachen. Das ist auch so ein Problem, dass permanent alles irgendwie besitzen können und müssen. Eine andere Frage ist natürlich die, warum wir Sachen kaufen, ist die Sache der Identität. Eigentum ist in gewisser Weise identitätsstiftend. Beste Beispiele sind natürlich solche Luxusgüter oder Statussymbole wie so ein tolles Auto, das man sich eben kauft, um sich in irgendeiner Form nach draußen zu repräsentieren als Besitzer dieses tollen Autos. Apple-Produkte sind für viele Menschen, nicht für die, die es wirklich auch täglich benutzen, aber für viele Menschen auch so ein Statussymbol.
Letzten Endes kaufen wir uns Dinge, die wir gar nicht brauchen, von Geld, das wir gar nicht haben, um Sachen, um Eindrücke zu schinden auf Menschen, die uns gar nicht wichtig sind. Und das bricht sich natürlich heutzutage auch ein bisschen auf, weil wir über unser Netz, über unsere Identität im Internet eine ganz andere Art von Identitätsfindung haben. Wir identifizieren uns nicht mehr nur über die Dinge, die wir sind, die wir besitzen, sondern auch über die Identität, die wir im Internet haben, über die Sachen, die wir schreiben, die Art und Weise, wie wir uns äußern, das, was wir machen. Wenn wir wirklich Eindruck auf Menschen schinden wollen, dann kaufen wir uns keinen Mercedes, sondern haben irgendwie ein paar tausend Follower bei Twitter oder gutgehenden Podcast oder whatever und schauen, dass wir da irgendwie eben auf Menschen in so einer Form Eindruck schinden wollen. Nicht, dass alle Menschen, die irgendwie viele Follower hätten, das auch so tun deswegen, aber man kann es natürlich, man macht dadurch natürlich in gewissermaßen mehr Eindruck und ist dann dementsprechend mehr berühmt, auch wenn man sich nicht, auch wenn man sich eben nicht mit Dingen umgibt. Das heißt, diese Identitätsstiftung ist für uns auch nicht mehr so wichtig. Alles führt im Prinzip dann, wenn man sich darüber Gedanken macht, was brauche ich heutzutage eigentlich noch und was macht mich wirklich nachhaltig glücklich, zu der Sache, dass Erfahrungen uns viel wichtiger sein sollten als der Besitz von Dingen. Es gibt zwei Psychologen namens Van Bauen und Gilovich, die sich mal in einer Studie das haben bestätigen lassen, indem sie Menschen gebeten haben, eine Gruppe gebeten hat, über eine Sache, die ihnen besonders viel wert ist, aufzuschreiben, dieses Ding zu beschreiben, und eine andere Gruppe gebeten hat, ein Erlebnis aus der Vergangenheit zu beschreiben, das ihnen besonders wichtig ist. Und zum einen konnten sich die Menschen, die ihr Erlebnis beschrieben haben, viel besser an das Ding erinnern als die Menschen, die ihr Eigentum beschrieben haben. Zum anderen waren sie auch viel glücklicher dabei. Man hat die Hirnströme gemessen und festgestellt, diese Menschen fühlen sich dabei auch besser. Das heißt, wenn ich Geld ausgeben möchte, dann kann ich das entweder für ein neues Kleidungsstück tun oder ich gehe auf ein Piratencamp und zahle irgendwie Anreise plus 42 Euro und habe dann irgendwie ein schönes Wochenende und habe auch nachhaltiger was davon, wenn es nicht zu sehr regnet. Und all das führt eben zu diesem generellen Gedanken, dass zu dieser Frage, wofür gebe ich eigentlich Geld aus, was macht es Sinn, macht es und wozu brauche ich überhaupt heutzutage noch Eigentum? Und diese Frage, was überhaupt Eigentum ist, das müssen wir erstmal definieren. Dazu habe ich einen Experten eingeladen, der jetzt bitte den zweiten Teil unseres Vortrags übernimmt. Zwischenapplaus. Ich übernehme jetzt sozusagen diesen definitorischen Teil, obwohl ich tatsächlich den ersten Teil auch so unterschreiben kann für mein Leben. Ich bin auch jemand, der irgendwann gemerkt hat, dass er sehr viel glücklicher lebt, wenn er die Zahl der Gegenstände, die er besitzt, reduziert. Aber um zu fragen, warum das so ist, sollte man eben erstmal fragen, was ist Eigentum eigentlich? Es gibt es eben nicht seit gestern erst Eigentumstheorien, es gibt von Aristoteles über John Locke und viele, viele weitere sehr, sehr ausgefeilte Eigentumstheorien. Ich möchte auf diese ganzen Theorien alle nicht wirklich eingehen. Ich wollte auf ein relativ neues Buch, ich glaube von 2003, eingehen. Das ist von Otto Steiger und Gunnar Heinsohn, Eigentum, Zins und Geld. Ein Buch, das tatsächlich die Ökonomie und die Scientific Community der Ökonomie auch tatsächlich ein bisschen durcheinander gebracht hat oder aufgewirbelt hat. Denn weil sie eigentlich ein Grundparadigma oder beziehungsweise die Ursituation der Ökonomie hinterfragen. Die Ursituation der Ökonomie war bisher immer der Tausch und damit der Markt. Ja? Es war immer die Idee, Alter und Ego treffen sich und tauschen Dinge. Und das passiert einfach, weil der Mensch halt so ist. Ja? Und das war so ein bisschen so diese Ursituation der Ökonomie, und sie tauschen das aus und sagen, nee, das mag sein, dass die vorher getauscht haben, aber eigentlich die Grundlage des Kapitalismus und des Marktsystems, wie wir es heute haben, ist eigentlich das Eigentum, und das Eigentum ist nichts Natürliches. Das ist die erste Erkenntnis. Eigentum ist nicht natürlich, sondern Eigentum kann man am besten definieren durch den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum.
Besitz, und das ist eine rechtliche Definition, also Besitz ist die Herrschaft über eine Sache und Eigentum ist die rechtliche Herrschaft an einer Sache. Das heißt also, wenn ich mein Telefon hier in der Hand habe, dann bin ich sowohl der Eigentümer als auch der Besitzer dieses Eigentums. Wenn mir Julian es wegnimmt, dann ist er der Besitzer des Telefons, aber ich bin weiterhin der Eigentümer. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich kann zu jemandem hingehen, zu einer externen Instanz, wie zum Beispiel dem Staat, der Polizei, und sagen, hau dem Julian doch mal auf den Kopf, damit er mir mein Telefon wiedergibt. Und dann tut das der Staat. Das heißt also mit anderen Worten, Eigentum ist etwas, was über die Zweierbeziehung zwischen zwei Menschen hinausgeht, sondern eine dritte Instanz, eine Metainstanz erfordert, die im Zweifelsfall das Eigentum durchsetzt. Es gibt diesen schönen Gründungsmythos von Rom. Romulus und Remus kennt ihr vielleicht, die haben gegen diesen Herrscher gekämpft. Im Grunde genommen war das ein Bauernaufstand gegen einen Feudalherrscher. Und nachdem der besiegt war, hat Romulus dann diese Bodenreform eingeführt, hat gesagt, wir machen hier so ein paar Parzellen und die teilen wir dann untereinander auf. Das ist die klassische Bodenreform. Und Remus fand das irgendwie total bescheuert, also irgendwie virtuelle Grenzen irgendwo hin zu definieren, und sprang dann zwischen den Grundstücken und hin und her, um sich darüber lustig zu machen und um den virtuellen Charakter dieses Eigentums eigentlich darzustellen, woraufhin ihm Romulus dann eine übergezogen hat. Die Geschichte ist bekannt, aber sie zeigt eigentlich sozusagen, dass Eigentum tatsächlich nichts Natürliches ist, sondern ein virtuelles Etwas, was wir rechtlich definiert haben. Und ab dieser rechtlichen Definition gibt es überhaupt erst Eigentum. Und alle diese ganzen Ideen, das irgendwie natürlicherweise herzuleiten, sind völliger Quatsch. Eigentum hat dann verschiedene, aus diesem Rechtstitel ergeben sich verschiedene Dinge, die man mit dem Eigentum machen kann: verpfänden, verpachten, verkaufen, und das sind diese Dinge, die man eben nur dann machen kann, wenn man tatsächlich das Eigentum aus dem eigenen Besitz herausgibt und gleichzeitig aber noch der Eigentümer bleibt. Dann kann man verpfänden und verpachten, sonst geht das nicht. Daraus ergibt sich dann die Eigentumsprämie, daraus ergibt sich der Zins, daraus ergibt sich das Geld, und das ist das, worauf Gunnar Heinsund und Otto Steiger hinaus wollen. Darauf will ich aber gar nicht mehr weiter eingehen, sondern zu einem weiteren Buch kommen, das ein bisschen 3 Jahre vorher oder 4 Jahre vorher erschienen ist. Mitten in der New Economy, Jeremy Rifkin, Access, das Verschwinden des Eigentums. Jeremy Rifkin ist dem einen oder anderen sicherlich bekannt, hat viele sehr, sehr kluge Bücher geschrieben, und er ist irgendwie so ein Phänomen, jemand, der irgendwelche Trends erkennt, bevor sie wirklich viral werden. Das hat er tatsächlich hiermit geschafft. Das heißt also, das Eigentum, das Verschwinden des Eigentums, das passiert auf eine Art. Allerdings nur auf eine Art. Natürlich verschwindet nicht wirklich das Eigentum, sondern es verschwindet nur aus unserem Everyday Life. Und das heißt also, wenn wir normale Otto-Normal-Menschen irgendwie in der Welt herumwirtschaften, dann werden wir immer weniger mit Eigentumstransaktionen behelligt, sondern immer mehr mit, er nennt es Access-Transaktionen. Das heißt, wir verwandeln unsere Wirtschaft von der Eigentumswirtschaft zur Zugangswirtschaft. Das heißt, die Güter, die wir in Anspruch nehmen, sind ganz oft eher Dienstleistungen, haben Dienstleistungscharakter. Klar, der Konsumismus, der wurde schon angesprochen, der eben eher auf Verbrauchen von Gütern als das von der nachhaltigen Benutzung davon ausgeht. Und natürlich die überall sich ausbreitenden Mietmodelle. Nicht nur, was die eigene Wohnung angeht, wo man ja schon sich längst dran gewöhnt hat, dass man dort zur Miete wohnt und nicht mehr Eigentum hat, sondern das dehnt sich ja immer weiter aus auf immer mehr Bereiche, dass man Dinge liest. Ja? Dann natürlich, das war einer der Hauptgründe für ihn, das Buch zu schreiben. Das war damals das Internet, das da groß wurde und was natürlich der große Zugang zu Kultur und zu kulturellen Gütern bedeutete, aber eben nur Zugang. Ja? Im Gegensatz zu früher, wo man eben seine Bibliothek hatte oder seine Gemälde in seinem Eigentum nannte, hat man zwar einen viel, viel größeren Reichtum an kultureller Vielfalt, an die man herankam, aber man hatte eben nur den Zugang, nur keinen Besitz davon. Ja, und dann natürlich die Urheberrechtsdebatte, die kennen wir alle, dass eben mittlerweile ja gar nicht mehr wirklich die CD gekauft wird, sondern die Lizenz, sie zu hören. Ne? Das ist auch so ein Zugangsmodell. Also wie gesagt, Jeremy Rifkin kann man lesen zu dem Thema, der beschreibt eigentlich diesen Trend, den wir hier vorstellen, sehr, sehr gut. Und zwar zu einer Zeit, als er noch gar nicht so
krass war, wie er es heute ist. Wir kommen da gleich noch drauf zurück. Er hat aber leider vergessen, ein bisschen wirklich theoretisch zu unterfüttern, warum das überhaupt ist. Warum verwandelt sich die Eigentumswirtschaft zur Zugangswirtschaft? Und das ist eine Frage, die man besser mit jemand anders beantworten kann, und zwar mit Ronald Coase. Ronald Coase ist Ökonom und hat irgendwie in den 30er Jahren ein wichtiges Buch geschrieben, The Nature of the Firm. Und seine Frage darin ist, wie kann es eigentlich sein, dass wenn wir annehmen, und das tun ja eigentlich Ökonomen relativ häufig, dass der Markt eine effiziente Möglichkeit der Ressourcenverteilung ist, wieso sind dann Firmen intern Planwirtschaften? Also jeder kennt eine Firma, hat schon mal eine Firma von innen gesehen. Das ist eine Hierarchie, eine relativ feste. Da werden Jahrespläne gemacht, da werden mittelfristige strategische Planungen gemacht und so weiter und so fort. Die DDR ist auch nicht anders geführt worden. Und das heißt also, da passiert kein Markt innerhalb einer Firma, sondern da passiert starre Hierarchie und starres Befehlsdenken. Und dann kann man schon mal als Ökonom fragen, warum ist das so? Und da hat sich eigentlich noch keiner drüber nach Gedanken gemacht, außer Ronald Coase, und er kam eben auf diese Transaktionskosten. Denn die Ursituation, ich komme nochmal drauf zurück, Alter trifft Ego und sie tauschen Dinge, ja, der Markt, der ist gar nicht so selbstverständlich, wie wir ihn nehmen oder wie ihn die Ökonomen bisher genommen hat. Denn normalerweise trete ich als Individuum an den Markt heran, habe ein Bedürfnis oder etwas anzubieten, und dann muss ich mir jemanden suchen, der darauf antwortet. Und das ist gar nicht so einfach, denn der Markt ist nicht besonders transparent, und ich muss erstmal viel Aufwand hineinstecken, um denjenigen zu finden, der mein Bedürfnis befriedigen kann, und dann muss ich mit dem kommunizieren, dann muss ich mit dem verhandeln, dann muss ich vielleicht irgendwie mit dem vielleicht erstmal einen saufen gehen oder was auch immer. Und all diese Dinge, die ich aufwenden muss, bevor überhaupt eine Transaktion zustande kommt, nennt man Transaktionskosten. Und diese Transaktionskosten waren der Ökonomie bisher gar nicht so richtig aufgefallen. Aber tatsächlich ist das eine ganz, ganz wesentliche, Erklärung dafür, warum wir Dinge tun, warum wir Dinge nicht tun. Und wieder zurückgenommen auf die Firma. Wenn eine Firma jedes Mal am Markt neu schauen müsste, wer kann jetzt für mich Design machen, wer kann jetzt für mich texten, wer kann jetzt für mich irgendwie den Einkauf machen. Also das heißt, jedes Mal sozusagen an den Markt herantreten würde, um irgendwelche Ressourcen zu allozieren, dann würden sie in Transaktionskosten untergehen. Und diese Idee, wir machen eine Hierarchie, wo wir einfach Leute einstellen und sagen, pass mal auf, ich bin der Chef und ich sage dir, du machst jetzt X und du machst jetzt Y, das verringert die Transaktionskosten. Deswegen gibt es Firmen. Deswegen sind diese Firmen nicht marktmäßig organisiert, sondern hierarchisch. Gut, jetzt haben wir aber eine neue Situation. Denn das Internet gibt nicht nur Zugang zu Kulturgütern, wie schon der Rifkin gesehen hat, sondern das Internet senkt die Transaktionskosten für beinahe alles. Für alle Markttransaktionen, die es gibt. Denn es macht den Markt transparenter. Die Leute, die ein Anliegen haben oder etwas anzubieten haben, oder die Leute, die ein Bedürfnis haben, können in das Internet gehen, auf entsprechende Plattformen, und sie finden sich. Und das mit extrem viel geringeren Kosten als früher. Ich meine, alleine in dem Wohnungsmarkt, man muss sich mal überlegen, vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren eine Wohnung gesucht habe, musste ich verschiedene Zeitungen jeden Tag kaufen oder mindestens einmal die Woche kaufen, dort händisch die Anzeigen durchgehen und dann die Leute abtelefonieren. Während ich heute einfach so ein Abonnement auf irgendwie, keine Ahnung, wggsucht.de mache. Das sind krasse Dinge. Und dadurch werden aber völlig neue Geschäftsmodelle möglich. Carsharing beispielsweise. Carsharing ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es gab zwar vorher auch schon Mietwagen, aber da hat man eben für ein Wochenende ein Auto geleast. Und jetzt kann man mal eben für eine Stunde, ich wollte mal kurz was einkaufen, wo ist denn mal eben, ich gucke mal eben auf meinem Telefon nach, wo ist denn hier das nächste Auto? Ah, da um die Ecke. Dann kann ich ja mal hier auf den Knopf drücken. Oh, jetzt habe ich es gemietet und jetzt kann ich da eine Stunde lang mit rumfahren. Das wäre halt einfach ohne diese Technologie nicht möglich gewesen. Couchsurfing ist ein anderes Beispiel. Oder Airbnb, wo plötzlich jeder zum Hotel wird. eBay haben wir es alles als erstes gesehen, und mit Syslog zum Beispiel kann man sogar Alltagsgegenstände, kleinere Gegenstände durch winzige Gebühren an seine Nachbarschaft verleihen.
Und dieses neue Feeling, das eben tatsächlich der Julian so schön beschrieben hat, das wird uns plötzlich irgendwie evident, dass wir die Dinge ja eigentlich nur deswegen zum Eigentum gemacht haben, damit wir ständig Zugriff darauf haben. Wenn wir etwas kaufen, dann wollen wir uns versichern, dass wir auf etwas ständig Zugriff haben, wenn wir es brauchen. Aber wenn uns durch das Internet und durch diese Dinge bewusst gemacht wird, dass ich, obwohl ich es nicht besitze, obwohl ich es nicht mein Eigentum nenne, trotzdem ständig Zugriff drauf haben kann, dann ersetzt es mir das Eigentum oder das, was Eigentum dafür, wozu Eigentum da ist. Und schon Aristoteles hat gesagt, alles in allem findet man Reichtum viel eher im Gebrauch als im Besitz. Denn im Grunde genommen geht es mir ja darum, wenn ich mir eine Bohrmaschine kaufe, nicht darum, dass ich eine Bohrmaschine haben will. Ich will 3 Löcher in diese Wand bohren und das muss ich irgendwie machen. Und dann kaufe ich mir eine Bohrmaschine und dann liegt die wieder 3 Jahre rum. Ich habe dafür irgendwie, keine Ahnung, 80 € gezahlt und das ist ja völlig ineffizient. Ja? Das heißt also mit anderen Worten, wenn man nochmal zurückgeht, wozu das Eigentum da ist, also die ständige Zugriff auf eine Ressource zu haben, dann ist Eigentum eigentlich sozusagen ein rechtlicher Layer, den wir uns virtuell sozusagen über die Welt gelegt haben, um Ressourcen zu allozieren, um klarzumachen, dass A Zugriff immer auf Ressource A hat und B auf Ressource C oder wie auch immer und dass das einfach geklärt ist, um dort Transaktionskosten zu reduzieren. Und jetzt haben wir eben die neue Situation, dass wir mit dem Internet einen neuen Layer über diesem Eigentumslayer drüber haben. Nicht ein Layer, der das Eigentum ersetzt, aber der sich sozusagen als ein virtueller Layer über diesen Eigentumslayer drüber legt und das Gleiche macht wie der Eigentumslayer, nämlich Transaktionskosten zur Ressourcenallozierung zu reduzieren, aber eben sehr, sehr viel flexibler ist und sehr, sehr viel smoother ist, teilweise effizienter und billiger. So, jetzt kommt wieder Julian. Ja. Wohin führt uns das denn? Wenn wir das bisherige Modell betrachten und wenn wir uns anschauen, wie lebe ich, wenn ich mir anschaue, wie lebe ich denn derzeit, dann betrachte ich mich eher als Teil eines Netzwerkes. Ein Mensch, der im Netzwerk zu anderen Dingen steht, also nicht mehr unbedingt eine bestimmte Sache besitzt, sondern vor allem den Zugang dazu hat oder in irgendeiner Form Zugang darauf haben möchte. Das ist ein Bild aus einem Hackspace in New York, glaube ich, wo man sich eben einen 3D-Drucker gebaut hat und einen Laser gekauft hat, um dann gemeinsam darauf zuzugreifen. Das heißt, den einzelnen Menschen ist der Zugang dazu wichtiger als der Besitz daran. Man besitzt es gemeinsam. Gleichzeitig bedeutet das auch, dass ich aufgrund meines Netzwerkgedankens einen anderen Bezug zu meiner Umgebung habe. Das heißt, ich bin auch als ein Teil eines Netzwerks zwischen Mensch und Ort. Dadurch habe ich eine ganz andere Art von Mobilität, denn ich bin nicht mehr unbedingt an einen festen Platz gebunden, sondern kann mich kann unterwegs sein, meine Dinge tun, wo auch immer ich sie tun möchte. Und ich bin auch als Mensch in einem Netzwerk zwischen mir und verschiedenen Arbeitssituationen, zu denen der Herr Experte noch mal kurz am besten Thema Arbeit und so. Da weißt du mehr als ich. Deswegen hier bitte du Arbeit. Das ist jetzt aber sehr ironisch gemeint. Also, ja, Arbeit. Arbeit ist ein Thema. Arbeit ist ein Thema, das gerade in diesem Zusammenhang auch eine relativ krasse Rolle spielt. Also und bei uns geht es ja um exklusive Beziehungen und die exklusive Beziehung zu Dingen ist das Eigentum und die exklusive Beziehung zur Arbeit ist ja auch schon aufgekündigt worden von diesem Herrn hier. Man kennt ihn als den Gründer der Piratenpartei und ja, er hat das Buch geschrieben, der mit den roten Haaren. Mit dem anderen zusammen hat er dieses Buch geschrieben, wir nennen es Arbeit, in dem er genau diesen Exklusivbeziehungszustand zwischen Mensch und Arbeit, nämlich die Festanstellung, hinterfragte
und sagte halt, hey, Moment, wir haben eben durch die digitalen Möglichkeiten, durch die Vernetzung und so weiter und so fort, haben wir die Möglichkeit, viel, viel flexibler und selbstbestimmter zu arbeiten, und dieses Modell der Festanstellung ist irgendwie nicht mehr richtig zeitgemäß. Er hat natürlich da einen Trend beschrieben, der eigentlich schon so ungefähr 10, 20 Jahre früher schon in der Hacker-Community eigentlich schon passiert ist, nämlich, ja, ich habe jetzt mal die Seabase da genommen, so als Beispiel, also tatsächlich Orte, Räume zu schaffen, überhaupt selbstbestimmt arbeiten, eigenständige Arbeitszeiten zu haben und so weiter und so fort, das haben eigentlich die Hacker eben schon früh vorgemacht. Und nachgemacht wurden dann auch sozusagen die Hackspaces, Hackerspaces in Form von Coworking Spaces. Und mittlerweile spreadet sozusagen diese Idee des freibestimmten Arbeitens ohne festgefügte Beziehungen weiter. Also ein Beispiel ist zum Beispiel diese ZIA, die Zentrale Intelligenzagentur, kennt vielleicht der eine oder andere über Katrin Passek und so. Die nannten ihre Agentur die ironische Firma, die halt eben keine wirkliche Firma war, sondern tatsächlich so ein loses Netzwerk von Leuten, die sich kannten und verschiedene Skills hatten und verschiedene Dinge machen wollten, und sie haben sich dann eben sozusagen zusammengeklumpt, mal immer, wenn irgendwie ein Projekt anstand, und im Grunde genommen war es ein großer, was eigentlich nur ein Skype-Chat, ja. Naja, und dann kommen wir weiter zu bei Liebe, ne? Ja, auch im Thema Liebe geht es natürlich gelegentlich um Exklusivität oder auch nicht. Uns geht es in dem Fall um die Frage, wenn ich mich als eben Netzwerk oder Teil eines Netzwerkes betrachte, dann eben auch zu anderen Menschen. In der Liebe wie auch in den Freundschaften. Wenn man sich überlegt, warum gibt es sowas wie exklusive Beziehungen zwischen Menschen, also zum Beispiel monogame Zweierbeziehungen, dann hat das durchaus nicht nur, es gibt auch so den romantischen Aspekt, den viele sehen, hat auch durchaus den Aspekt, dass man dadurch die Transaktionskosten senkt. Also wenn man zusammen unter einem Dach wohnt, dann hat es einfach einen anderen ökonomischen Aspekt, als wenn man verschiedene Sachen unter einen Hut bringen muss. Und das war früher natürlich viel schwieriger, zum Beispiel Polyamor zu leben, als es heutzutage ist, wenn man nämlich wenn man heutzutage einfach seinen Kalender sharen kann oder mit Leuten chatten kann oder überhaupt über mehrere verschiedene, an verschiedenen Orten, mit verschiedenen Menschen Gemeinsamkeiten haben kann, ist das nicht mehr so schwierig, wie wenn man zu Zeiten, als man Briefe schreiben musste oder irgendwann telefonieren musste, um überhaupt voneinander zu hören. Heutzutage kann man einfach seinen Google-Kalender freiklicken und dann sieht man eben, dann sind eben die gewissen Organisationskosten von verschiedenen Beziehungen gesenkt. Also es ist einfacher heutzutage möglich, mit verschiedenen Menschen verschiedene Arten von Beziehungen zu führen, was eben früher nicht so leicht war. Das Gleiche gilt auch für die Beziehungsfindung. Wer von euch kennt vielleicht OkCupid? So, Hände hoch, man muss auch nicht, ja, man hat es vielleicht auch bei einem Freund gesehen, ja. OkCupid ist eine Dating-Plattform, die es mir sehr einfach macht, Menschen zu finden, mit denen ich in irgendeiner Form Gemeinsamkeiten habe. Es gibt da irgendwie so 2000 Fragen von magst du Bier bis hin zu wie stehst du zur Todesstrafe, whatever. Und wenn ich die alle halt ausfülle oder einen Teil davon ausfülle, dann gibt sich ein gewisses psychologisches Profil. Und das kann ich nutzen, um Menschen zu finden, die mir ähnlich sind. Und je höher der Match ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mag. Und dann lernt man sich eben kennen und findet Gemeinsamkeiten, trifft sich vielleicht, verliebt sich vielleicht. Ist eine ganz andere Situation, als wenn ich auf Partnersuche bin und in einen Club gehe und Menschen anlache und schaue, mit wem man sich sympathisch ist, und dann lernt man sich kennen und dann stellt man vielleicht doch fest, dass man nicht so viel Gemeinsamkeiten hat. Das ist eine ganz andere Art von Partnersuche. Es ist viel einfacher,
über das Internet Menschen zu finden, mit denen man Gemeinsamkeiten hat. Im sexuellen Kontext gibt es dann sowas wie FetLife, kennt vielleicht auch der eine oder die andere, wo es eben dann speziell um sexuelle Bedürfnisse geht. Ich kann dort kommunizieren, worauf ich stehe, was ich gut finde, was ich weniger gut finde, kann mich mit Menschen austauschen, die ähnliche, also es ist im Bereich der BDSM-Community relativ weit verbreitet, dass man eben rausfindet, okay, du stehst auch auf gewisse Sachen, dann hat man irgendwie eine gewisse Gemeinsamkeit und dadurch ist es eben auch einfacher, Menschen zu finden, die gerade unter Randbedingungen, ja, nicht so die allgemeine, nicht Dinge, die in der Allgemeinheit groß verbreitet sind, eben trotzdem Sexualpartner zu finden. Auch das ist deutlich einfacher geworden. Oder wenn man das radikalste Beispiel nimmt, das wäre dann Grindr. Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat von euch schon mal, ist in der schwulen Community, ja, weiß nicht, also ist halt mehr oder weniger speziell für homosexuelle Menschen gedacht. Man kann, ist eine iPhone-App, man kann dort eben angeben, ich möchte jetzt Sex, ich bin hier, ich stehe auf Folgendes, so findet Menschen in der Umgebung, die auch jetzt gerade verfügbar sind, sagt, oh, der ist in meiner Nähe, den klicke ich jetzt an, schreibt eine kurze Nachricht, hey, wollen wir uns treffen, hat Sex, trennt sich wieder, ganz einfach, minimale Transaktionskosten, um an das zu kommen, was man möchte. Und auch eben nur dadurch möglich, dass es uns durch moderne Technologie ermöglicht ist. Wenn man das Ganze von der Liebessache oder von der Sexualität runternimmt, gibt es immer noch genug Beispiele, zum Beispiel Social Networks, wo ich eben, also mein persönliches Beispiel ist da immer, ich habe jetzt 4 Monate, 5 Monate in Hamburg gelebt, war die ganze Zeit auch nicht in der alten Heimat, wo ich 10 Jahre gelebt habe, habe gelegentlich mit gewissen Freunden auch gechattet, so ein bisschen mehr Kontakt gehalten, mit anderen weniger, und als ich zurückkam, wollte ich so erzählen, wie es mir so erging, und fast jeder meinte so, hab ich doch mitbekommen, so, brauchst mir doch nicht erzählen, steht doch alles bei deinem Facebook, so. Oder habe ich bei Twitter gelesen. Auch da sind durch Social Networks die Transaktionskosten, um Freundschaften zu erhalten, um zu pflegen, viel geringer geworden. Das heißt nicht, dass ich nicht mit Freunden auch gelegentlich auf andere Weise kommunizieren muss, aber man kann gleich auf einem anderen Level einsteigen. Man braucht nicht erst erzählen, wie der Tag war und dass man gestern Fahrradplatten hatte und einen das noch ein bisschen ärgert und dass man irgendwie gerade Stress im Job hatte, sondern kann sich auf die wirklich wichtigen Sachen konzentrieren, weil alles andere eben so ein Nebenprodukt ist und man eben über seine Freunde so ein bisschen mitbekommt. Das heißt, es ist mir auch heutzutage viel, viel besser möglich, mehr Freundschaften auf einem ganz anderen Qualitätslevel zu führen, als es früher möglich war, wo man eben maximal Telefon hatte, wo man sich dann doch 2-3 Mal die Woche treffen musste, um überhaupt noch was voneinander mitzubekommen und dann auch erst mal eine Stunde brauchte, um wieder auf den aktuellen Stand zu bekommen, wo eben so 3, 4, 5 Freundschaften in irgendeiner Form, auch nicht nur feste Freunde, also enge Freundschaften, die es auch immer noch schwieriger sind zu halten. Ja? Also man kann jetzt nicht unendlich viele enge Freunde haben, aber zumindest auch so persönliche Bekanntschaften pflegen, war früher nicht so einfach, weil man sich erstmal auf den aktuellen Stand bringen musste, weil man eben diese Transaktionskosten hatte. All das führt uns zu dem Gedanken, was wollen wir eigentlich in Zukunft? Und wie fänden wir es denn optimal, wie unser Leben gestaltet wäre? Und da haben wir uns den sogenannten, wie wir ihn nennen, Property Extraction Layer ausgedacht, wo du die Einführung machst, oder? Ja. Ja, also weiß nicht, ob man das jetzt sagen kann, das ist jetzt erwünscht. Das ist auf jeden Fall sozusagen die Feststellung, die sich daraus ergibt. Wir haben eben, das hatte ich schon angesprochen, neben dieser virtuellen Schicht, die wir über die Welt gelegt haben, des Eigentumslayers, der direkten Allozierung von Ressourcen, haben wir jetzt den darüberliegenden PAL, Property Abstraction Layer, der sozusagen auf den Eigentumslayer wiederum zugreift und dort die Ressourcen nochmal viel diverser, vielfältiger, schneller, effizienter und so weiter und so fort weiter alloziiert. Und dann ist natürlich die Frage des Features. Warum, die Frage des Features ist im Grunde genommen die Frage, warum einzelne Menschen sich dafür entscheiden, statt sozusagen etwas zu besitzen, also ein Eigentum an etwas zu erwerben, nur sozusagen Zugangsmodelle dafür die dadurch zu substituieren. Also das heißt, welche Features
dieses PAL sind entscheidend, damit jemand sich diese Entscheidung einfach macht. Und das sind die zwei wichtigsten, sind sozusagen, dass ich ständig und unmittelbar den Zugriff darauf habe und auf die Sache, die ich haben möchte oder die ich benutzen möchte. Denn tatsächlich bringt es mir nichts, wenn ich zwar eine Bohrmaschine haben kann, wenn ich mich jetzt dort in diese Liste eintrage und dann wahrscheinlich ruft mich übermorgen jemand an, der mir dann sagt, wann ich vielleicht diese Bohrmaschine haben kann, dann bringt es mir nichts, dann kaufe ich sie mir lieber gleich, sondern ich muss halt sagen, oh, da ist eine Bohrmaschine, ich klicke die mir an und dann habe ich sie in einer Stunde. Und ja, das ist die eine Sache und die andere Sache ist die Plattformneutralität und das ist dann eben eher so sozusagen diese gesellschaftliche, politische Frage, die sich daran knüpft. Denn tatsächlich gibt es ja, wie gesagt, also wenn wir den Property Abstraction Layer betrachten, dann gibt es darunter noch den Eigentumslayer und der ist immer noch sehr, sehr wesentlich und kann mich immer jederzeit sozusagen, der Eigentümer kann sie mich jederzeit aus der Nutzung von etwas ausschließen. Und das ist eins der ganz, ganz wesentlichen Probleme, die sich aus sozusagen diesem Konzept heraus geben. Man kommt da sozusagen in so eine neue, in einen neuen Feudalismus rein, wo man sozusagen abhängig davon ist, von dem, was der Gutsherr sozusagen nach seinem Gutdünken oder eben nicht Gutdünken. Und deswegen braucht es sozusagen diese Plattformneutralität als politische Forderung, dass man nicht ausgeschlossen werden kann und dass das, was dort passiert und was ich dort für Transaktionen machen kann, dass die eben neutral funktionieren. Denn, wie gesagt, ich bin auf Privatbesitz. Ja, und dann gibt es noch so ein paar zusätzliche Sachen, die schön wären oder die erwünschenswert wären, wenn man dann ohne Eigentum oder mit minimalem Eigentum sein Leben bestreiten möchte. Das eine sind geringe laufende Kosten. Das heißt, ich möchte weniger dafür zahlen, wenn ich gewisse Mietmodelle zum Beispiel nutze, möchte ich weniger dafür zahlen müssen, als wenn ich mir etwas kaufe. Wenn die Bohrmaschine zum Mieten 50 Euro kostet, dann kann ich mir auch gleich eine selber kaufen. Wenn ich zum Beispiel beim Carsharing immer nur einen geringen Betrag zahle, um das Auto jetzt zu nutzen, dann ist es natürlich viel, viel einfacher, mir ein Auto mal eben zu mieten, als mir eins zu kaufen, was natürlich gleich ein paar tausend, 10.000 Euro kostet. Auch der Service ist eine Sache. Wenn ich Sachen nicht permanent benutze und die Verwaltung bei jemand anderem obliegt, dann wäre es auch gut, wenn die Wartung, Instandhaltung und Pflege diesen Menschen obliegt und nicht, oder diese Institution obliegt und ich mich nicht noch darum kümmern muss. Auch das ist eine Sache, die es mir natürlich vereinfacht, bestimmte Dinge zu nutzen. Wenn ich meine Bohrmaschine nach 6 Jahren mal wieder benutze und sie ist total eingerostet, dann bringt das mir auch nicht so viel. Und dann ist es natürlich auch willkommener, wenn jemand, der sich da permanent drum kümmert und im Zweifelsfall auch eine neue kauft. Die Kostenkontrolle ist auch ein wichtiger Aspekt. Wenn ich Sachen mieten möchte, dann möchte ich wissen, was mich das kostet und ich möchte im Zweifelsfall auch Flatrates nutzen können, da einen entsprechenden Zugang drauf zu haben. Also so eine Flatrate, wie man ein bisschen konkreter, wenn ich jede Nacht in einem Haus schlafe oder in einer Wohnung schlafe und dafür nächtlich zahle, dann ist das sicher teurer, als wenn ich zum Beispiel eine Flatrate zahle, also eine Monatsmiete, um meine Wohnung zu mieten. Das heißt aber nicht unbedingt, dass ich diese Wohnung immer und über mehrere Jahre hinweg mieten muss, theoretisch, und auch nicht, dass ich sie kaufen muss. Das Risiko ist auch so eine Sache. Ich möchte mein Risiko minimieren, auch als jemand, der zum Beispiel Sachen verleiht. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass wenn ich mir ein Auto leihe oder miete, dass wenn ich es gegen einen Baum setze, dass ich das volle Auto bezahlen muss. Dafür gibt es natürlich Versicherungen, das ist klar, aber auch in anderen Bereichen wäre es schön, wenn es Mietmodelle gibt, die zum Beispiel eine Versicherung gleich mit sich bringen oder als Zusatzleistung mit sich bringen. Und ich möchte eben flexibel genug sein, um diese Mietmodelle meinen persönlichen Bedürfnissen anzupassen und nicht zum Beispiel, es ist beim Carsharing zum Beispiel relativ einfach, ich zahle nach Minuten oder nach Stunden und nicht nach Tagen und Wochen und möchte eben, je einfacher es ist für mich,
mal eben für eine kurze Periode etwas zu mieten. Desto öfter werde ich es natürlich nutzen, weil ich nicht langfristig daran gebunden werde und gleichzeitig gleich einen hohen Betrag bezahle dafür. Ja, das soweit dazu. Ich würde sagen, wir bedanken uns mal und haben dann sicher noch ein paar Fragen. Wir haben noch ein bisschen Zeit und danke fürs Zuhören. Haben wir Zuschauermikrofon und so? Ja, hier. Fantastisch. Jemand fragen? Du hast eine Frage. Hallöchen. Hallo. Also, danke erstmal. Mir hat sich jetzt tatsächlich im Kontext, ich denke ein bisschen grob nach und denke über Nutzungsrechte und Eigentumsrechte nach, fällt mir Proudhon ein. Eigentum ist Diebstahl. Denn eins der essentiellen Eigentumsrechte ist eben nicht nur die Nutzungsberechte, also Zugriffsrechte, sondern eben auch Zugriffsverweigerungsrechte. Da stehen wir ja momentan immer wieder vor dem alten Problem, also sprich vor der Rechteabwägung. Was ist höher zu bewerten, zu gewichten, Nutzungsrecht oder Eigentumsrecht? In der aktuellen Rechtsprechung ist das, glaube ich, ziemlich klar. In den meisten Fällen gelten die Eigentumsrechte höher. Da würde mich halt interessieren, da ihr ja sagt, dass die Nutzungsrechte, Zugriffsrechte eher in der Zukunft wichtig werden, wie können wir das juristisch abbilden, wie können wir das politisch abbilden? Sollen wir da eine Sekunde drüber nachdenken und da hast du sofort eine Antwort? Ich hab nicht wirklich eine Antwort darauf, ich habe tatsächlich nur... Ich habe dazu Überlegungen definitiv und das ist ein Problem, das ganz wesentlich ist. Zunächst einmal hast du natürlich recht, der Ausschluss zur Nutzung einer Sache ist ganz wesentlich beim Eigentum. Und das hat zwei Vektoren. Das eine ist natürlich, das kann man natürlich gleich erstmal politisch wenden und sagen, okay, das ist Diebstahl, ne? Irgendwie und das ist irgendwie schlecht für die Gesellschaft. Die andere Vektor ist tatsächlich, es ist ineffizient. Ne? Wenn du eine Sache hast und das Eigentum nennst und davon aktiv Leute ausschließt, dann bleibt diese Sache wahrscheinlich ungenutzt für eine große Zeit und deswegen ist es ineffizient. Und das ist eben das Schöne so an Carsharing. Es gibt diese Studie, habe ich jedenfalls gehört, ich habe sie leider selber nicht gelesen, dass irgendwie 80% des Bleches, das so in einer Stadt rumsteht, an Autos eingespart werden könnte, wenn alle auf Carsharing-Modelle umbauen würden. Und das wäre natürlich auch für ein ökologischer Faktor von nicht geringem Ausmaß. Also das heißt mit anderen Worten, dieser zweite Vektor, der wird ja sozusagen dann dadurch gelöst, durch diesen Property Abstraction Layer, dass eben die Ausschließung eben nicht mehr bedeutet, dass Güter ineffizient genutzt werden. Der zweite, das heißt also die Ausschließung als politischem Skandalon oder wie auch immer, das ist dann eben genau das, wo die Plattformneutralität ja rein will. Das ist eben zu sagen, ja, wir müssen Voraussetzungen schaffen, die eben auch ein Grundrecht auf die Nutzung von Infrastrukturen und von Ressourcen sozusagen berechtigt. Und das, wie das politisch zu implementieren ist, ist eine wirklich sehr, sehr schwierige Frage, die ich tatsächlich noch nicht mich imstande sehe zu antworten. Aber ich will darauf nochmal zurückverweisen. Ich habe kurz gesagt, der Feudalismus, das ist eine Art Rückkehr auch zum Feudalismus. Und im Feudalismus gab es, man sagt ja mal viele schlimme Dinge über den Feudalismus, aber es gab tatsächlich das Recht der Leibeigenen, nicht von dem Land vertrieben zu werden. Also bei allem, was passierte, sie durften getötet werden, aber sie durften nicht vertrieben werden, sozusagen. Ja, also das heißt also mit anderen Worten, so etwas müsste, das war eine Art Plattformneutralität auf dieser feudalen Basis sozusagen, ja, also in diesem feudalen Kontext. Und vielleicht etwas Ähnliches oder so. Es gibt noch einen zweiten Aspekt und das ist ja prinzipiell, dass wenn wir uns von dem persönlichen Privateigentum verabschieden und darauf hinaus wollen, dass es Mietmodelle gibt, Leihmodelle gibt, dann heißt das ja nicht zwingend, dass das Eigentum, was dann immer noch existiert, nämlich das geteilte Auto,
niemandem gehört oder einer großen Firma gehört, die unbedingt das Interesse hat, Menschen auszuschließen. Es ist ja genauso möglich, dass man sich dann irgendwie neu organisiert. Also es gibt verschiedene Carsharing-Modelle, die einen gehören Daimler, nämlich Car2Go und DriveNow gehört irgendwie BMW. Es gibt aber auch Stadtmobil, das ist ein Verein. So, und an dem Verein ist man Mitglied und dieser Verein hat ein explizites Interesse daran, die Autos zur Verfügung zu stellen und dieser Verein ist irgendwie mehr oder weniger selbstverwaltet. Ich weiß nicht genau, wie das organisiert ist, aber da ist zumindest kein kommerzielles, übergeordnetes kommerzielles Gewinninteresse da. So, da ist ein gewisses Interesse da, dass dieser Verein sich selber trägt, aber das ist halt, unterliegt natürlich ökonomischen Zwängen, aber es ist eben nicht dieses übergeordnete finanzielle Interesse da. Das heißt, wenn man das Geld darin spart, Sachen nicht mehr auszugeben, dann kann man sich natürlich auch gemeinsam organisieren, zum Beispiel Hackspace und Dinge füreinander oder so klassisches Genossenschaftsmodell. Ja, man kann da jetzt nochmal groß drüber diskutieren, welche Modelle noch möglich sind, aber letzten Endes heißt das ja nicht zwingend, dass man gar kein Eigentum mehr besitzt, sondern nur, dass man das private, persönliche Eigentum daran aufgibt oder zumindest die permanente Nutzung und Nutzung in dem Fall im Zweifelsfall wegschließenden Schrank dahingehend verändert, als dass es öfter genutzt wird von mehreren Leuten. Von daher, ja. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das das Problem löst, aber gut. Ja, aber es ist zumindest ist auch ein Ausweg. So, noch Fragen. Ich wollte ganz gerne noch eine Anmerkung machen zu Olivers Frage. Ich versuche die mal allgemein zu beantworten. Ich glaube, was können wir politisch machen? Wir können Gemeingüterkultur fördern, ganz konkret und auch uns dessen bewusst werden, dass wir das programmatisch ohnehin schon größtenteils vertreten. Und wenn man jetzt da konkrete Ansätze in den Raum schmeißt, dann hat man bei uns schnell Konsens. Und ein Punkt, der etwas abseits ist, auf den hat mich mal die Lena Simons gebracht mit einem Gespräch, es wäre beim Thema Urheberrecht beispielsweise toll, wenn man das Finden von guten Ideen genauso wertschätzt, wie Urheber von einer guten Idee zu sein. Also dass man von diesem Gedanken, diesen Eigentumsgedanken wegrückt, das ist jetzt meine Idee, das ist alles meins. Also dass man auf unterschiedlichste Art und Weise halt begreift, dass wir als Gemeinschaft die Dinge nutzen und dass das mehr im Vordergrund stehen sollte und dass wir alle dann davon profitieren. Ja. Jo, danke. Da hinten sind ganz viele, ich weiß gar nicht, wie, Frage an die Regie, wer auch immer das sagen hat, wie viel Zeit haben wir denn? Also wann geht der nächste Vortrag los? Ups. In 5 Minuten, dann sollten wir, okay, dann machen wir noch irgendwie 1 oder 2 Fragen und werden dann irgendwann vertrieben. Dann kam die Frage aus. Wir werden nur getötet, ah, okay. Bitte? Achso. Ich bin Achim Bode aus Kreuzberg und eben kam die Frage auf, wie man diese Sachen in konkrete, reale Politik umsetzen könnte. Und ich hätte einen Vorschlag zu machen, und zwar die Förderung von Coworking Spaces. Und zwar, Kontext ist folgender. Es sind mal diverse Vorschläge früher in den 80er, 90er Jahren ausgearbeitet worden zu Telenachbarschaftsbüros, hießen die damals noch. In Berlin gibt es jetzt mittlerweile eine ganze Menge und auch in vielen anderen Städten solche ähnlichen Konstrukte, die auch teilweise schon anfangen, was ganz Sinnvolles zu machen, nämlich sie stellen so eine Art Backbone, so ein Backoffice zur Verfügung, also eine Infrastruktur, die über die technische Infrastruktur und den reinen Arbeitsplatz hinausgeht und eben zum Beispiel auch so Dinge wie Steuerberatung, Buchhaltung oder sowas anbietet. Also ich selber tue das nicht, dass jetzt jemand denkt, ich würde hier irgendwie im eigenen Interesse sprechen, aber bei den Diskussionen vorher sind diverse Argumente gekommen, die da zusammenfließen. Nämlich hat Pavel vorhin draußen bei dem Gespräch mit der Presse gesagt, die Piraten kommen aus einer globalen Bewegung und müssen jetzt lokale Politik machen auf einmal. Also wir müssen das runterbrechen auf die lokale Ebene. Und dann hat Antonio gesagt, bei Ihnen lokal wäre es so, dass die SPD, da sie aus der Gewerkschaftsbewegung kommt, eigentlich nur in Industriepolitik denkt beim Thema Förderungen. Das heißt also, die Subventionen, die vom Staat vergeben werden, werden eigentlich nur an Große vergeben.
die diese Subventionen gar nicht brauchen. Wenn wir da hinkommen wollen, wo Pavel das in seiner Agenda 2100 beschrieben hat, nämlich zu mehr Netzwerken aus Freiberuflern, müssen wir diese Sachen fördern. Und das wäre auch im Sinne von anderen Geschichten in Richtung Monopole immer weiter zu zerschlagen, wo wir mal vorgeschlagen hatten, eine zweckgebundene Kartellsteuer zu machen, wo sozusagen ein progressiver Steuersatz auf Marktkonzentration erhoben wird, sodass das große Unternehmen in einem Marktsegment immer größere, eben progressive Steuersätze abzudrücken haben, von denen dann wiederum kleine Start-ups im selben Segment gefördert werden. Und das wäre jetzt wieder was man nur bundespolitisch machen könnte, aber Förderung von Coworking Spaces, die so eine Infrastruktur anbieten und das ermöglichen, dass die Leute auf dieser Schiene arbeiten, wäre eine sinnvolle Subventionspolitik, die eben den Kleinen zugutekommen würde und die auch unserer Klientel natürlich zugutekommt und die meines Erachtens nach ein sehr piratischer Ansatz wäre. Weil ich glaube, wir nehmen jetzt gerade schon dem nächsten Referenten oder der nächsten Referentin Zeit weg. Das tut mir, glaube ich, echt leid. Also wo ist unser Nachfolger in? Wir haben noch 20 Minuten, ja, fantastisch. Okay, also ich habe jetzt noch zwei Leute, die sich gemeldet haben. Ja, gerne. Und ich weiß, du bist ja auch als nächstes dran. Ich wollte nur wissen, ob sich jetzt noch jemand weiteres gerade meldet. Da drüben? Okay. Ja, ich habe nur noch mal eine Verständnisfrage. Also letztlich wollt ihr ja, oder ich habe es so verstanden, dass das Eigentum nicht abgeschafft werden soll, sondern eben kollektiviert werden soll. Die Frage ist eigentlich, wie groß ist dann die Community oder der Verein oder was auch immer, wenn es Non-Profit sein soll? Also soll es so weit gehen, dass es dann verstaatlicht wird oder eben sollten Genossenschaftsmodelle und Vereine dann eher gefördert werden? Also weder noch. Es geht nicht darum, dass wir irgendjemandem vorschreiben wollen, wie dieser Mensch mit Eigentum umgeht, sondern es geht darum, dass wir beobachtet haben, dass der funktionale Wert von Eigentum, nämlich dieser permanente Zugang darauf, abnimmt und verschwindet, weil wir durch die gesenkten Transaktionskosten es einfacher haben, auf Dinge zuzugreifen. Ich muss kein Auto mehr besitzen, um mal eben mit einem Auto fahren zu können, weil es Carsharing gibt. Wie diese Modelle organisiert sind, das ist eine ganz andere Frage. Es ist durchaus denkbar, dass es Genossenschaften gibt, die sich irgendwie Menschen, die sich zusammentun, ja, Hackspaces, Menschen, die sich freiwillig zusammentun, sich zusammen einen Lasercutter kaufen und den gemeinschaftlich nutzen. Es ist durchaus möglich, dass Firmen kommen und sagen, hier, wir machen einen Carsharing-Pool, so wie Mercedes oder Daimler, die eben mit Car2Go einfach irgendwie eine Millioneninvestition getätigt haben, ein paar hundert oder tausend Smarts in die Stadt gestellt haben, gesagt, hier, fahrt damit rum. Das ist beides möglich. Das ist aber gar nicht unbedingt unser Ansatz. Wenn jemand weiterhin ein Auto besitzen möchte, aus welchem Grund auch immer, dann ist das völlig unbenommen, diesen Menschen das zu tun. Also darum geht es gar nicht unbedingt. Deswegen heißt es ja Abstraction Layer, weil es eben tatsächlich die Eigentumsverhältnisse nicht auflöst, sondern abstrahiert. Also es ist halt so ein bisschen so wie bei einer Datenbank, wo du einen Datenbank-Layer reinschreibst, dann kannst du auch eine SQL oder eine MySQL oder was weiß ich Datenbank drunter schieben. Und das interessiert dann das Programm da oben einfach gar nicht mehr, wie das da unten organisiert ist. Ja, genau. Noch eine Frage? Da hinten. Ja. Also du und dann, okay, genau. Okay. Jürgen Nowak aus Reiningdorf. Also eure Argumentation ist ja zunächst mal bestechend, nur wenn man das konsequent zu Ende denkt, politisch, das heißt, jeder hat Zugang zum Eigentum, dann heißt es Abschaffung von Eigentum im Privateigentum. Dann bist du gegen den Kapitalismus. Alles andere ist nur Augenwischerei von euch gewesen. Naja, da kann der Mercedes noch behalten und Carsharing. Wenn wir alle Carsharing machen, wäre nicht dagegen. Ich bin dafür, lieber öffentlichen Nahverkehr zu machen, als das scheiß Auto zu benutzen in der Stadt. Das ist eine andere Frage. Dann schaffst du jeden siebten deutschen Arbeitsplatz ab, von dem die Automobilindustrie hängen. Also insoweit ist das nur eine Augenwischerei. Du musst irgendwo über ein Eigentum auch nachdenken. Nutzung, okay. Form der Nutzung für alles. Wir hatten im Mittelalter schon die Allmende gehabt, wo die Bauern gemeinsam Wald oder sowas genutzt haben. Da gibt es also alte, klassische Modelle, wie man Gemeinschaft wie immer genossenschaftlich verwaltet. Also ja und nein. Wenn ich
Eigentum abschaffe, heißt es ja nicht, dass ich mein Geld nicht weiter ausgebe. Das heißt, es gibt neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen, zum Beispiel über Dienstleistungen, zum Beispiel über alle möglichen Dinge. Ja. Es ist erstmal nur die Frage, schafft man die produzierende Industrie ab oder verkleinert man die produzierende Industrie? Finde ich prinzipiell nicht falsch, weil unser Planet geht eh den Bach runter und dann sollte man das vielleicht dadurch aufhalten, dass man weniger Dinge produziert. Dann ist die Frage, wo geht diese produzierende Industrie überhaupt kaputt? Ist das hier oder woanders? Das ist natürlich eine globale Frage. Wenn weniger Menschen in China Arbeit haben, ist es auch nicht besonders schön. Also das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber letzten Endes bin ich natürlich ein großer Freund davon, weniger Dinge herzustellen, die wir nicht unbedingt täglich benutzen, weil wir dadurch unsere Ressourcen effektiver nutzen. Ob das dazu führt, dass das Eigentum abgeschafft wird, ist eine ganz andere Frage, weil zum Beispiel, also es gibt immer auch noch den Bedarf an persönlichem Eigentum, zum Beispiel mein MacBook, das kann ich nicht mieten, weil ich es täglich benutze und zwar 18 bis 20 Stunden am Tag. So, da ist einfach keine Möglichkeit da, das mit jemandem zu teilen, gibt es einfach nicht. Gibt andere Sachen sehr wohl, Bohrmaschinen, Autos, Fahrräder, whatever. Also es ist so einfach ist die Frage nicht zu beantworten. So, die Dame da hinten war als nächstes. Genau du. So, ich hatte einmal eine Bemerkung, weil ihr habt so eine Art Chatroom als Beispiel genannt zum Teilen und sich kennenlernen und so weiter. Und Facebook auch. Und dann wollte ich mal sagen, also ich finde das ein bisschen flach gedacht, so, weil dass man jetzt sagen kann, man stellt da sein Profil ein und beantwortet so und so viele Fragen und dann versteht man sich wahrscheinlich besser, das einfach funktioniert nicht. Das wissen wir ja auch inzwischen selber, dass immer ein Face-to-Face-Meeting tatsächlich zeigen, dass es sich so einfach nicht machen lässt. Also ich fand die Beispiele so ein bisschen einfach, also gedacht. So. Das war die eine Sache. Die andere Sache finde ich sehr interessant mit dem institutionellen Layer des Eigentums, also dass das eigentlich nur so eine Idee ist, die man nicht unbedingt braucht. Aber was nicht zu unterschätzen ist, was wir jetzt nicht so diskutiert haben, ist der ideelle Wert, der Eigentum hat. Also was für einen Wert hat es zum Beispiel für Superreiche, ob sie jetzt 5 oder 50 Millionen auf dem Konto haben. Sie können sowieso niemals ausgeben. Also das zu sagen, das ist meins, spielt eine enorme Rolle. Also da muss das, was quasi her muss, ist ein Paradigmenwandel, ein Wertewandel, dass man das dieser Wert nicht mehr so wichtig für uns wird. Und das finde ich, da wird es wieder ganz konkret mit diesem Vorschlag, dass man konkret Institutionen oder Ambitionen fördert, die diesen Paradigmenwechsel vorantreiben, wie zum Beispiel zum Coworking Space. Genau, und die andere Sache ist auch, dass das wiederum, was ich fördere, so ganz allgemein, ist mir auch ein bisschen zu einfach, weil jetzt, Was hast du nochmal gesprochen? Es gibt verschiedene Arten und Weise, wie man teilen kann. Es kann sehr wohl sehr kommerziell ausgerichtet sein und sehr bereichernd sein für Einzelne, oder es ist tatsächlich egalitär und flach und gleichberechtigt strukturiert. Da gibt es riesige Unterschiede und die müssten da unbedingt differenziert betrachten. Also insgesamt wünsche ich mir auch ein bisschen mehr so eine differenzierte Betrachtungsweisen der einzelnen Gegenstände. Gut, also das waren jetzt drei Sachen. Ich versuche die mal so nacheinander abzufrühstücken. Das erste war, dass du da irgendwie andere Erlebnisse hattest, was die virtuelle Kommunikation angeht. Ich persönlich musste aber tatsächlich widersprechen. Also ich habe tatsächlich mit Leuten über Jahre virtuelle Verhältnisse geführt, bis ich sie kennengelernt habe. Und das hat auch ganz wunderbar funktioniert. Ich habe mit Leuten zusammengearbeitet und ich habe mich auch schon online verliebt. Also dass all diese Dinge, die ich bisher sozusagen an menschlichen Interaktionsmöglichkeiten habe, habe ich erfolgreich auch rein virtuell gehabt. Also das ist vielleicht auch einfach irgendwie ein Generationsding, ich weiß nicht, also ich habe da diese Erfahrung gemacht, manche haben sie vielleicht noch nicht gemacht und zweifeln das, aber ich würde durchaus sagen, dass das grundsätzlich möglich ist, doch, dabei bleibe ich. Das zweite ist der Sinneswandel, den du angesprochen hast mit den Millionär, der, ne,
da bin ich absolut bei dir. Das ist, glaube ich, aber eine Sache, die tatsächlich gerade passiert. Ich glaube tatsächlich, dass auch gerade durch diese Entwicklung, die wir hier skizziert haben, die Leute oder viele Leute anfangen, so einen Sinneswandel durchzumachen. Wenn man sich beispielsweise mal diese riesengroße Millionärszene in Silicon Valley anguckt, die bereits auch auf so einer Art postmateriell leben, dann sieht man dort selten irgendwie Leute, die halt dort groß mit irgendwie, keine Ahnung, ihrem 16. BMW vorfahren oder so etwas, sondern das sind, die leben eigentlich ein relativ normales, so Mittelklass-Leben und deren Geld auf dem Konto sind, das sich dann teilweise in die Milliarden stapelt, ist dann halt nur so, ja, das habe ich halt irgendwie verdient und mal gucken, vielleicht finanziere ich jetzt mal andere Projekte und so weiter und so fort, wo die tatsächlich jetzt gar keinen direkten Nutzen mehr zum Lebensstandard oder so etwas daraus ziehen aus ihren Millionenvermögen, sondern tatsächlich nur irgendwie das so als Kapital sehen, mit dem sie jetzt die Welt weiter verhindern können. Also tatsächlich, und ich glaube, dass da sozusagen, dass man da zum Beispiel sowas schon sehen kann, was natürlich noch nicht breitenwirksam ist oder so etwas. Aber ich glaube, Ansätze dafür gibt es schon. Und da bin ich zuversichtlich. Und das Dritte, das musst du mir nochmal ganz kurz helfen, was war das? Ach ja, genau. Warte mal, was war denn das? Ach ja, genau, dass es dir nicht egal ist, ob es kommerziell oder sozusagen genossenschaftlich organisiert ist. Du hast natürlich recht, es gibt dann natürlich im Einzelnen Unterschiede und Julian hat das ja auch schon als Möglichkeit angebracht, für sozusagen eine Politik der Plattformneutralität Dinge genossenschaftlich zu organisieren. Ich sehe jetzt nicht wirklich den Groß, also in Bezug zum Beispiel auf die Ausschließung, das Oliver gesagt hat, sehe ich jetzt nicht den großen Fortschritt darin. Also auch Genossenschaften können ausschließen, auch Genossenschaften können Scheiße bauen und so weiter und so fort. Ich glaube, diese Organisationsform ist jetzt gar nicht so wesentlich entscheidend, wie man so glaubt. Also wenn man detailliert hinschaut, dann sieht man tatsächlich, dass bei beidem es gute und schlechte Beispiele gibt. Und was wir ja mit unserem PAL eigentlich sagen wollten, ist die Frage, wie das Eigentum unter diesem PAL organisiert ist, sowieso zweitrangig ist, bis eigentlich keine Rolle mehr spielen sollte. Das war ja die Idee dabei. Eine ganz, ganz kurze Anmerkung zu deiner ersten Sache mit hier kennenlernen und so weiter. Also der wichtige Teil ist ja nicht, dass ich einen Menschen, den ich dann irgendwann kennenlerne, den ich mich verlieben möchte, nicht auch irgendwie kennenlerne von Angesicht zu Angesicht. Der wichtige Teil ist ja, dass die Transaktionskosten des Kennenlernens, nämlich das, wie finde ich überhaupt einen Menschen, mit dem ich zusammenpassen könnte, viel einfacher ist, als wenn ich erstmal wochenlang in irgendwelche Clubs gehe, um irgendwelche mir sympathischen Menschen zu finden, mit denen ich dann unterhalte und dann entwickelt sich vielleicht was oder nicht. Und dann, dieses ganze Kennenlernen ist halt viel einfacher, wenn ich erstmal Menschen, oder auch sonst wie über Twitter Menschen kennenlernen, ist halt viel einfacher, als wenn ich jedes Mal irgendwo in einen Kneipe-Club, einen Verein gehen muss, dort mit Leuten reden muss und rausfinden muss, was sind das eigentlich für Menschen und irgendwann enttäuscht feststelle, das ist doch jemand, den mag ich nicht. Andersrum ist dieses Kennenlernen erstmal einfacher geworden und dann kann man immer noch feststellen, dass man sich nicht mag oder doch mag. Also das passiert natürlich immer noch. Also ich wollte nur ganz kurz noch bemerken, also da stimme ich ja zu, Transaktionskosten, das ist für mich okay. Ich will nicht gerne auf diesen Generationenkonflikt, der Unterschied gerade in den Bezug gehen, weil ich habe Erfahrungen damit gemacht so und die waren anders. Also sehr sympathisch wirkende Menschen habe ich getroffen, dachte ich, was denn das für einer? So, also bitte keine Klischees, so, ne? Nur weil ich älter bin als du, zwei und andere. Denke ich mal, auch geht es nicht um die Organisationsform, also genossenschaftlich oder kommerziell. Dieses Gegenüber finde ich auch hinfällig. Es geht darum, geht auch nicht gegen kommerziell, sondern es gibt ja auch sowas wie Fair Trade. Da gibt es ja einen riesigen Unterschied. Wie gehe ich, wenn ich kommerziell arbeite, wie fair gehe ich damit um? Das war nochmal ein anderer Ansatz. Also da als Antwort wäre nochmal, dass ich auch lieber im Bioladen einkaufen gehe, als in einem im Aldi. Ja,
Das heißt, auch wenn ich mir Dinge erwerbe, kaufe ich sie lieber dort, wo sie fair produziert worden sind, aber wenn ich sie eben leihe, dann kann ich sie auch da kaufen, wo mir das Leihmodell am besten gefällt, wo es am besten unkommerziell oder fair organisiert ist im Gegensatz zu anderen. Also das ist ja, da ist ja wiederum kein großer Unterschied. So, ich glaube, wir müssen echt Schluss machen. Wir haben noch 2 Minuten zum nächsten Talk, die müssen auch noch vorbereiten. Wenn jemand noch Fragen hat, wir sind auch draußen. Und ich wollte nur kurz Werbung machen. Es gibt nämlich in Berlin seit kurzem einen Leihladen, der genau dieses Konzept von, wenn ich eine Bohrmaschine oder einen Kühlschrank oder whatever super habe, müsst ihr einfach mal googeln. Super. Genau, dann danken wir fürs Zuhören und wir können uns gerne draußen oder auch drinnen, wo es nicht so regnet oder sonst wo, gerne weiter unterhalten. Freuen wir uns auch drauf, noch über Anregungen, Kritik und jetzt zum nächsten Talk, den kann ich vielleicht auch ankündigen, wenn ich weiß, wie er heißt. Sagt mir das jemand? Nein? Okay, alles klar. Bis nachher.